Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern hier aus der Höhle, weit, weit weg von Hundsgrab. Wir sind unter Tage da, wo wir uns wohlfühlen eigentlich, ne? Naja. Und wir haben schon ein bisschen was gesammelt, ne? 12 Diamanten, ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold, Redstone ganz viel, ein bisschen Lapis. Ja, es wird so langsam hier unsere kleine Höhlentour, auf die ich euch gerne mitnehmen möchte. Das Bett nehmen wir natürlich auch wieder mit. Das heißt, wenn ich das jetzt abbaue und ich habe ja darin geschlafen, dann würde ich ja weit, weit entfernt wieder irgendwo ans Tageslicht kommen. Wahrscheinlich in Hundsgrab, das wäre schlecht. Soll ich das hier stehen lassen? Weil pennen kann ich eh nicht. Gute Frage. Ich glaube, ich lasse das hier stehen. Und wir gehen einfach weiter. Dann kommen wir hier wieder raus. Dann wissen wir wenigstens, wo wir rauskommen. Mitgenommen habe ich jetzt alles. Ich lege das mal hier oben hin. Ich weiß nicht, das ist irgendwie sicherer. Dabei ist es auch nicht sicherer. Okay. Gucken wir mal. Ich glaube, ich mauere hier wieder zu. Denn wenn ich hier wieder auf die Welt komme, bin ich sofort safe. Okay, wir machen einfach weiter. Ich wollte eigentlich da hinten Gang machen, aber ich glaube, da geht's ins Nirvana. Da habe ich mich ein Stück weit vorgebuddelt. Das hat nicht viel gebracht. Und wir wollen jetzt hier voll konzentriert weiter voranschreiten. Kohle, Eisen nehmen wir natürlich alles mit, was wir so greifen können. Ich werde jetzt nicht jeden Fatz auf Teufel komm raus irgendwie mitnehmen. Okay, da hinten waren wir schon. Ja, hier war das mit dem... Ah, hier war die gefährliche Stelle, genau. Ups. Musik, mal ganz speziell, ne? Ah, da geht's noch weiter, okay. Stell hier unten mal eine Fackel rein. Nicht, dass da die Monster spawnen. Okay, hier waren wir noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter. Wir haben noch gar nicht alle Wege erforscht. Wir sind auf Ebene 19, relativ tief, relativ tief. Das ist auch so ein gefährliches Loch hier. Ja, Kohle nehmen wir mit, ist egal. Wir haben unsere Glücksspitzhacke, damit können wir das direkt abbauen und hinterher dann stapeln. Und über den Bogen einstecken, da hinten ist auch noch Kohle. Da geht es aber schon nicht mehr weiter, wa? Oh doch, da kommt sogar wer her. Guten Tag. Drei Schläge, Oh, noch einer. Hau ab. Da ist eine ganze Armada da hinten. Okay, da geht es auch noch weiter. Und hier geht es dann wieder runter. Und da geht es hoch. Runter oder hoch? Erstmal runter, wa? Erstmal runter, hier unten ausleuchten. Hier kamen so ein paar Gestalten her. Okay, hier ist aber weiter nichts. Creeper-Fall hier so ein bisschen, wenn wir hier in die Ecke gedrängt werden. Ich bin ja auch mal nur mit Behutsamkeit losgegangen. Da hat man immer einen Nachteil, dass dann, dass man dann die Blöcke auch, also den Stein auch so kristallklar baut, wie er ist. Und hinterher fehlt einem dann wieder was, ne? Ah, naja. Irgendwas ist ja immer. Okay, ich glaube, wir gehen hier oben weiter. Vorsicht. Wegen, ne? Ihr wisst schon. Ah, okay. Fackel. Oh, die Musik macht mich gerade fertig. Ich habe nochmal zwei Tracks dazugepackt. Vom Kevin. Also hier der Kevin, der hinten in meinem Rucksack sitzt, wie immer mal so schön geschrieben wurde. Das hat mir jemand geschrieben. Es kommt mir immer so vor, als wenn Kevin hinten bei dir im Rucksack drin sitzt. Und, guck mal, Gold. Gold wollen wir unbedingt haben, weil wer das mitgekriegt hat, Hundsgrab, die Stadtkassen sind so ein bisschen leer gespült und da fehlt uns so ein bisschen genau dieses schöne Material hier, das Gold, was ich ja persönlich, also ne, ich persönlich als Bürgermeister Opa Zeron sehr gerne habe. Da geht's runter und zwar ziemlich tief sogar. Okay. Bis fast nach ganz unten auf Ebene 0, ne? Hier ist sogar etwas, etwas Lava. Okay, na, die Kohle nehmen wir auch mit hier. Kohle darf man nie liegen lassen.
ist ja nicht so, dass Hundskrapp Kohlemangel hat. Wir haben ja die Holzkohlefabrik. Und das wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr hier öfter mal zuschaut. Da haben wir eigentlich reichlich. Ach, ein Flapsi. Reichlich Kohlen. Das ist also nicht so das Problem. Okay, da oben ist noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir auch mit. Sonst ist hier eigentlich weiter nichts. Ja, mal sehen, was diese Höhle noch so bietet. Wir sind ja in der Gegend um Schlangenstein. Also gar nicht mal in so neuen Gebieten, sondern alt 3-Elben-Land sozusagen. Eine der Ecken, die so als erstes aufgedeckt wurden. Das heißt, diese Höhle hat doch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ja, wenn das jetzt ein Creeper gewesen wäre, wäre es ein bisschen kritischer gewesen. So geht's. Ich glaube, wir gehen mal hier oben weiter. Da kommen wir her. Vielleicht kommen wir hier ans Tageslicht, wie? Ich leuchte das erstmal komplett aus und dann bauen wir hinter uns die Kohle so ein bisschen ab. Steinkohle können wir auch mal gebrauchen. Okay. Oh. Oh, nicht das Skelett. Den meinte ich jetzt nicht. Das sind zwei Skelette sogar. Ach, hier, ja. Das ist eine Mine. Eine Mine. Okay. Ist natürlich auch nicht schlecht. Mine hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, ich höre Spinne. Ah, hier sind auch wieder diese Spin-Spawner. Diese altbekannten Spin-Spawner. Okay, Kohle nehmen wir auch mit. Ist egal. Komm, alles mitnehmen. Eisen ist natürlich erstmal wichtiger. Ja, ich habe da so Gerüchte gehört, die mich sehr beunruhigen. Dass dieser Gedankengang, dass man eventuell aus eisernen Kerlen ja auch Eisen machen könnte, der brennt sich so langsam in die Allgemeingedächtnis des 3M-Landes ein. Es liegt momentan an der inflationären Art und Weise. Das ist doch nicht alles hier. Das kann doch nicht alles sein. Von der Mine. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die ist bestimmt größer. Das ist bestimmt nicht nur diese kleine Ecke hier, oder? Hier ist doch noch was verschüttet. Wartet mal. Aha. Minen sind immer größer. Die sind nie so klein. Jetzt haben wir hier... einen Wasserfluss. Und ich bräuchte eigentlich Wasser. Wartet mal, Freunde. Ich mach mal Folgendes. Ich mach mal den hier. Ich will mir ein bisschen Holz sparen. Okay. Und ich höre auch überall noch Spinnen. Also hier sind auf jeden Fall noch mehr. Das Problem ist, wenn die, je länger ich jetzt hier rum oxidiere, desto mehr Monster spawnen jetzt auch überall. Okay, das sind schon mal 7, 8. Haben wir nämlich einen Ofen. So. Einen Ofen. Da packen wir jetzt mal einfach ein bisschen Eisen rein und ein bisschen Kohle. Die haben wir ja zu Genüge da. Dann können wir uns aus drei nämlich so einen Eimer machen. Und dann können wir das Wasser da abzapfen. Dann haben wir nämlich einen Eimer mit Wasser. Das hatte die Hanne nämlich auch in die Kommentare geschrieben. Mach dir doch einen Eimer mit nimm dir einen Eimer mit Wasser mit, glaube ich. Ich glaube, es hat sie in die Kommentare geschrieben. Schon vor dieser Höhlentour, was ich aber erst gestern jetzt lesen konnte. Naja. Pass auf, dann mache ich mir einfach noch ein paar Stickies hier aus dem Holze. Ich weiß, diese Stützpfeiler hier sollte man nicht abbauen. Weil, ne, wegen Einsturzgefahr. Aber ihr seht ja, es ist alles massiver Stein hier ringsrum. Da kann nach meinem bergmännischen Verstand eigentlich gar nichts passieren. So, okay, jetzt haben wir 12. Wir hatten noch eben 9. Jetzt haben wir 12. Okay, dann machen wir uns eben Sticks raus. Werkbänke lassen wir natürlich immer alle stehen. Das kennt ihr ja. Werkbänke sind Verbrauchsmaterial. So, daraus mache ich mir jetzt auch nochmal hier Fackeln. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug. Weil Fackeln brauchen wir halt ständig. Ne? Das ist klar. Und hier haben wir Eisen gebrannt. 6, 7. Ja, brennen wir die eben durch. Warte mal. Nee. Das reicht. Das soll reichen. Da machen wir uns jetzt mal Eimer von. Ist das ein Eimer? Zack. Okay. Kohle, Restkohle nehmen wir natürlich mit. Den Rest lassen wir stehen. Okay, dann können wir jetzt weitergehen. Jetzt zapfen wir hier das Wasser ab. Zack. Und das können wir später, falls wir nochmal auf Lava treffen sollten, nämlich ganz gut verwenden.
Okay, wartet mal. Jetzt habe ich die doofen Flints eingepackt. Ist nicht so schlimm. Ach so, jetzt geht die Musik nicht weiter, ne? Moment, kleine Sekunde. Ich hoffe, die Aufnahme bricht jetzt nicht ab. Aber die Musik war aus. Das geht natürlich gar nicht. Okay, hier ist auch noch ziemlich dunkel. Na, es geht weiter. Diese Höhlentouren sind ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Sage ich immer ganz gerne. Manche mögen sie ganz gerne. Andere sagen, oh, Höhlentour schon viel zu oft gesehen. Okay, geht's auch noch weiter. Ah, bleiben wir erstmal auf dieser Ebene. Viel zu oft gesehen, schon tausendmal irgendwie Höhlentouren. Aber sie sind halt immer nötig. Und ich mag die auch immer wieder gerne. Und gerade nach so einer ganzen Zeit, wenn man lange nicht mehr auf Höhlentour war, sondern immer nur gebaut hat, und Ressourcen gefarmt hat, sagt man ja dazu. Also, ne, ganz viele Sachen abgebaut hat und so. Dann ist man schon mal wieder froh, wenn man so eine schöne klassische Höhlentour. Also, mir geht es so. Ich mache dann immer ganz gern mal wieder so eine schöne klassische Höhlentour. Einfach mal wieder, um mein Minecraft-Hirn zu erden. Kann man so sagen. Okay. Oh wei. Oh, Schlucht. Oh, Tageslicht. Sehr gut. Heieiei. Und dahin ist eine Truhe. Aber wir wissen es ja. Wollen wir die Schienen mitnehmen? Schienen sind ja im Grunde schon geformtes Eisen. gut, 6 davon, bisschen Eisen, ein bisschen Brot. Brauchen wir, glaube ich, nicht, aber Redstone nehmen wir natürlich mit. Und jetzt guck mal, jetzt haben wir nämlich schon das Problem, dass wieder alles voll ist. Das heißt, ich stelle mal kurz die Kiste hier auf. Die war jetzt leer, ne? Ah, ne. Gut, dann packen wir das gleich wieder da rein. Hier haben wir was Neues angefangen. Das kommt da auch mit rein. Und dann würde ich nämlich in die andere Kiste eventuell dann die ganzen Schienen und sowas reinpacken, wisst ihr? Ja, könnte man machen. Ich kann hier auch nochmal die Fackeln reinpacken. Die brauchen wir jetzt ja nicht alle auf einen Schlag. Und auch so viele Pfeile brauchen wir im Grunde erstmal nicht. Ich packe hier schon mal das rein, was wirklich wichtig ist. Redstone müssen wir noch ein bisschen sammeln. Ja, okay. Nehmen wir wieder mit, so wie sie ist, oder? Quatsch, falsche Werkzeug. So, Freunde. Wir haben hier eine Schlucht. Oh nein, jetzt ist der Server geclosed. Warum? Hab doch gar nichts Böses gemacht. Ich versuch's nochmal. Nee, geht nicht. Machen wir gleich weiter. Ja, und da sind wir wieder. Kameramann hat kurz die Kamera aus der Hand verloren. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, Musik geht auch wieder an. Sehr schön. Wir sind immer noch hier bei der Schlucht, ne? Aber wir wollten ja eigentlich auch weiter nach unten noch. Sehr besser, wenn wir unten in der Schlucht rauskommen. Von hier sind wir gekommen. Wir können nach da noch rüber. Wir können nach unten noch. Und da unten ist ein Creeper. Oh, habt ihr gesehen, wie der sich weggeduckt hat? Der Typ? Unglaublich, oder? Schnell durchrennen. Okay, hier ist ein bisschen was eingestürzt. Und wir wissen ja, dass der Creeper da unten ist. Wissen ja, dass der Creeper da unten ist. Okay, passt auf. Da hinten ist der, ne? Ich kann den mit 2 Schlägen erledigen. Das ist nett. Oh Mann. Große Mine. Wir wollten ja die ganzen Schienen mitnehmen, ne? Wegen Roheisen. ja. Ich versuch's weiter hier mit dem Ganzen. So, das nehmen wir alles mit. Hier geht ein Schacht runter. Okay. Die ganzen Schienen sammeln wir auch ein. Ist ja im Grunde Roheisen, ne? Kann man ja so sagen. Ist Roheisen. Was wir hier nicht verkommen lassen wollen. Na, ich höre auch einen Enderman. Leider habe ich meine Kürbissaube nicht dabei. Die Endermänner sind nämlich, glaube ich, ziemlich sauer auf die 3M-Länder. Aus Anlass. Denn es wurde eine Farm für sie gebaut, wo sie massenhaft vernichtet werden, sozusagen, also zerstört werden. Was nicht so nett ist. Was eigentlich gar nicht mal so nett ist. Okay, jetzt sind wir hier schon wieder in der Schlucht. Und sind irgendwelche Kollegen. Na, ich gucke hier nochmal so in die Seitengänge rein.
Alles mitnehmen. Hier ist aber nicht viel. Da kommt Kies runter, der hängt auch locker. Das sieht man, wenn der so tröppelt. Und hier irgendwo runter? Hier kommt runter. Hey, warte mal, ich kümmere mich mal um dich. Da ist noch einer. Okay. Da geht die Höhle weiter. Hier geht es auch noch runter. Und wir sind im Tageslicht. Ist das nicht genial? Und ich glaube, hier hat sich schon jemand runtergebaut. Kann das sein? Nee, ne? Da können wir sogar hoch und raus. Okay, gucken wir hier noch ein bisschen weiter. Unser Bett haben wir jetzt ja unten gelassen. Schlauerweise. Aus dem Anlass, dass wir gesagt haben, naja, dann können wir wenigstens... ne, wisst ihr. Ihr wart ja dabei. Ihr wart doch dabei. Eisen nehmen wir mit. Das liegt natürlich jetzt hier alles ein bisschen offener. Hier sind natürlich auch weniger Monster. Dadurch, dachte der Mann. Ach komm her, hör auf. Ah, Skelett ist die... ist mein Schwert gar nicht so gut gegen. Merke ich gerade. Was essen. Und diese Spinne macht mich irre. Die streucht irgendwo da oben rum. Da ist ein Creeper. Okay, Bogen. Oh, die ist giftig. Der Bogen ist aber gut. Mit dem Bogen können wir was anfangen. Okay, da geht's hoch. Ah, eigentlich würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiter runter. Nicht hoch. Ja, hier geht's auch eher nirgendwo hin. Hier ist Lava. Gefährliche Lava. Tödliche Lava. Ja, hier ist Schnee reingefallen, was auch sehr lustig ist. Hier hat sich jemand runtergegraben. Sieht fast so aus, ne? Da geht aber noch ein Höhlengang weiter. Wollen wir uns den mal angucken? Ich glaube ja. Oh ja, ich glaube ja. Hier geht es nämlich richtig runter. Da unten steht ein Skelettmann. Den donnern wir jetzt erstmal einen in den Shuttle. Da hinten steht noch ein Creeper. Boah, ey, der Bogen. Okay. Damit kann man arbeiten. Mit diesem Bogen können wir arbeiten. Okay, jetzt schießt wieder irgendwer auf uns. Ein bisschen in Bewegung bleiben. Von da oben, wa? Hm. Gucken wir doch mal hier, was es hier noch so gibt. Lapis Lazuli. Sehr gut. Den graben wir uns so gleich mal aus. Unseren Eimer haben wir ja dabei. Das heißt, wir können hier aus der fließenden Lava... Oh, Gold. Standlava machen. Gold nehmen wir natürlich mit. Ganz klarer Fall. Eingesammelt, eingesammelt, eingesammelt im Vorbeifallen. Kann ich überhaupt noch was einsammeln? Ja, ein bisschen geht noch. Lapis, Lapis, Lapis. Mit Glück kommt da auch richtig was raus. Also. Ja, wenn ich jetzt die Lava hier wegmache, dann wird es natürlich auch dunkel. Dunkel, das ist nicht so schön. Aber hier können wir das zum Beispiel ganz schön machen. Da machen wir einfach mal Obsidian raus und beleuchten hier gleich wieder. Hier machen wir dasselbe. Muss immer aufpassen, dass da nicht noch ein so Genüpsch überbleibt. Das kann tödlich enden. Ich gehe gleich zurück und hol mir den Rest von dem Kram, ne? Ich höre Schritte hinter mir. Kommt da jemand? Will hier jemand mitspielen? Die kommen wahrscheinlich von vorne. Von vorne ist okay. Da kann man sie lang genug sehen. Das ist ein Skelett, was in die Lava gefallen ist. wie man die Töne irgendwann so deuten kann, ne? Das ist auch sehr interessant. Ja, wir waren lang nicht mehr auf Höhlentour. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ah, hier Redstone nehmen wir natürlich auch mit. Und auch hier den Kohle aus die Wand, die so geprickelt hat in mein Auge, als sie in mein Auge gefallen ist. Hier ist auch noch Redstone. Okay, warte, erstmal Fackel setzen. Ganz wichtig. Da geht's noch weiter runter, oder was? Ja, ist nur so ein Lavaloch. Sehr gefährlich, diese Lavalöcher. Mine waren wir jetzt ein bisschen drinnen, aber nicht sehr lang. Okay, hier war nur der eine Redstone. Okay. Da oben ist noch ein bisschen Eisen. Das war mit Sicherheit vergessen. Werden wir jetzt da nicht sofort hingehen und dies abbauen.
Alles immer schön über Kopf, ne? Und ich halte immer die Reden, Leute, baut bloß nicht über Kopf ab. Das ist saugefährlich. Wenn da Kies runterkommt und mach es aber selber die ganze Zeit, da kann man mich doch irgendwann gar nicht mehr ernst nehmen. Okay, hier waren wir schon. Das war nämlich die Höhle. Wir sind jetzt im Grunde einmal so im Kreis gelaufen. Gehen wir mal hier wieder hoch. Hier geht es wieder höher. Da sind wir runtergekommen. Da ist noch Eisen. Trotz dieser Dunkelheit nehme ich das jetzt mit. So, Eisen alles einstecken. Haben wir. Ja, 24.de. Eisen24.de. Ja, hier ist irgendwie doof, jetzt hier wieder hochzugehen. Ich glaube, wir gehen eher hier wieder hoch. Da kommen wir nämlich, glaube ich, wieder in die Schlucht rein. Ja. Hat sich hier was getan in der Schlucht? Da hinten geht es noch weiter. Und auch da hinten geht es noch weiter. Ah ja, der ist runtergefallen. Hat mich einmal erwischt. Arg. Da hinten geht es auch noch weiter. Und hier geht es auch noch weiter. Oh, guten Tag. Ja, einfach in so einen Schacht reinzuspringen ist immer nicht so schlau, ne? Oh, Mann, hau ab. Da kann ich dich 100 Mal schlagen mit der Fackel, ne? Mit dem Schwert einmal. Okay, das ist ganz schön gefährlich hier. Ach, guck mal, hier waren wir. Okay, alles klar. Dann schwimmen wir hier wieder drin hoch. Und sind wieder in der Schlucht. Okay, alles klar. Aber wir können ja hier außen noch dran lang, oder? Ja, lassen wir das mal hier so. Und dann gehen wir hier hinter nochmal. Hier geht es nämlich auch noch weiter. Eieieiei. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank... Ah, guck mal, hier geht's runter. Hier kann man so zwischen den Wassern. Da kommen wir aber in die Höhle, wo wir schon waren. Alles klar. Und hier wird es wahrscheinlich rausgehen. So, am Ende der Schlucht geht es meistens nochmal raus. Oder ist hier die nächste Schlucht? Nee, aber eine weitere Höhle tut sich ja... Ah, da ist der Enderman, der die ganze Zeit schon irgendwie rumgenervt hat. Auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine. Ja, Endermänner. Ein ganz großes Thema im 3M-Land momentan. Da sie ja von uns gerade ganz schön ausgeraubt werden, was ihre Erfahrung angeht. Ist aber in Ordnung, sage ich mal. Endermänner haben uns auch schon viel Ärger beschert. Von daher, ne, die haben uns den, mit dem Drachen das, ne, kennt da ja die Geschichte. Die alte Geschichte. Hier geht es auch noch ein bisschen weiter in die nächste Schlucht rein. Alter Verwalter. Okay, die Höhle ist größer als ich dachte. Aber früher, also, es hört sich immer an, als wenn euer Opa euch gerade was erzählt. Früher waren die Schluchten viel größer und viel schöner. Ja. Also die Höhlensysteme waren gefühlt irgendwie größer, ne? Okay, jetzt kommen hier zwei Creeper. Explodiert. Danke. Habt ihr gesehen, der Kies da hinten? Hihi. Okay. Jetzt wird es hier größer, es wird auch wieder ein bisschen gefährlicher. Alter Schwede. Hier ist noch eine Schlucht in der Schlucht. Das ist ja abgefahren. Ich nehme denen hier mal die Möglichkeit weg, hier hochzukommen. Autsch. Autsch. Ah, Mann, das tut doch weh. Mit dem Pfeil immer. Das ist immer so ein Ziehen. Hier, schieß mal auf den Creeper. Schieß mal auf den Creeper. Nicht auf mich. Ochsenbrösel. Ah ja, das wollte ich erreichen. Das war mein Ansinnen. Okay. Die beiden sind erstmal still da unten. Hier nehmen wir das Eisen so ein bisschen raus. Weil, ihr wisst ja, kommt schon der nächste. Ja, die Schluchten sind ziemlich groß hier um uns rum. Wo gehen wir am besten runter? Ja, hier ist schlecht, ne, gerade? Hier ist gerade schlecht. Und ich muss ja mal was essen. Ja. Und so langsam müssen wir uns auch wieder orientieren, dass wir irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Hört sich komisch an. Ist es auch. Okay, da kommt Lava raus. Ist eher nicht so optimal. Wir wollen jetzt unten in die Schlucht rein. Also ich. Ihr nicht wahrscheinlich. Und die ist unten auch ein bisschen mit Lava gefüllt. Hier kannst du dich schnell einer runterschießen, oder? Sehe ich das falsch? Ich glaube nicht, dass ich das falsch sehe. Da ist noch ein bisschen Eisen.
So von oben irgendwie. So ein Heckenschützer. Ah, guck mal. Ich möchte hier ganz gern runter. Geht hier irgendwo ein Weg nach unten? Ah, hier ist die Lava, die von da kommt. Okay. Ja. Wildes Umherrennen gerade so ein bisschen. Klar, ich könnte jetzt hier einfach so einen Eimer runtergießen und dann dran runtergleiten. Aber guck mal, da drüben ist Gold. Und hier sind ganz viele Seitenhöhlen noch. Die will ich mir erstmal angucken. Und ich hoffe, ihr habt, für euch ist es okay, dass wir diese Woche so ein bisschen hier diese Höhle erforschen. Okay, hier geht's nicht weiter. Alles klar. Da ist ein Creeper. Der ist runtergefallen. Den hat's runtergesplüppt. Splüppt. Ja, hier mal so, ne? Da drüben ist Gold. Da müssen wir eigentlich hin, oder? Auf die andere Seite. Ah, vielleicht nicht gerade an der Stelle, wo... Ich mache mal hier so zwei Fackeln. Zack. Und dann baue ich mich hier mal so rüber. Vielleicht nicht gerade an der Stelle, wo... ihr wisst schon. Das Gold nehmen wir. Müssen wir... wir dürfen kein Gold zurücklassen. Das ist ganz wichtig. Und das ist eine geschlossene Schlucht. Es gibt ja einmal offene Schluchten. Und das hier ist eine geschlossene. Gold nehmen wir... Kohle nehmen wir auch mit, würde ich mal sprechen. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber, weil da war das Gold. Da ist es. Nee, das war das, glaube ich, noch gar nicht mal. Da war noch mehr Gold. Hä? Ach, war das hier? Oh Gott. Da. Ah, jetzt ist es runtergefallen. Okay, jetzt müssen wir runter. Jetzt mal auf, ich mach mal Folgendes. Ich mach mal hier einmal Wasser hin. Nee, den kriegen wir nicht mehr weg. Ist hier irgendwo Wasser, wo ich reinjumpen kann? Da hinten. Hier ist noch Eisen. Ich habe ein bisschen Panik, dass mich hier gleich so ein Schütze runterballert und ich in die Lava falle. Ist nicht ganz unbegründet, ne? Da hinten ist auch ein Enderman. Verdammt. Jetzt wird es langsam gefährlich. Da ins Wasser rein. Hat geklappt, gerade so. Hui. Okay, jetzt sind wir unten in der Schlucht. Wow, knappi. Die wird es ein bisschen ausleuchten. Alter Schwede, wie riesig das hier ist, oder? Freunde? Guck mal, da geht's noch weiter runter. Da geht's noch weiter runter. Uiuiuiui, Freunde. Freunde der Nacht. Hier geht's auch noch weiter. Das ist eine weiße Spinne. Und hier hinten, ich kann schon gar nichts mehr mitnehmen, ne? Bisschen Redstone noch. Ein bisschen Lapis Lazuli. Okay, machen wir uns lieber einen Weg rüber. Um die Steine, es ist jetzt nicht schlimm. Ich leuchte jetzt hier mal die Schlucht ein bisschen aus. Da oben ist noch Gold. Wir haben schon wieder 15 Minuten rum. Das heißt, die Folge ist eigentlich zu Ende. Mit dem Zusammenschnitt. Hier, Redstone nehmen wir mit, ne? Klarer Fall. Kohle nehmen wir auch mit. Ich habe da eben noch Gold gesehen, oder? Da oben. Da oben. Ein Gold? Ist das dann ernst? Also Gold gibt es hier wirklich nicht sehr viel. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir wieder den Klassiker. Ich mauer mich hier mal so ein bisschen ein, wo es sicher ist. So, und hier geht's nächstes Mal weiter, meine lieben tapferen Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Freude an der kleinen Höhlentour und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron.